Hi. Geht's euch gut? Ja. Einen brauche ich ja, der das guckt betreten vor sich hat. Also. Sie studiert Wirtschaft, die anderen alle. Was studierst du denn, Frau, die Ja gerufen hat? Deutsch. Mach dir nichts aus, ich habe Philosophie studiert. Auf Magister. Meine Eltern haben auch nicht gedacht an der Stelle. Das ist schon. Nutze ich das erworbene Wissen, um kluge Sätze zu formulieren. Wie diesen hier. Hinfallen ist wie Anleben, nur später. Das ist ein guter Satz. Ich möchte ein Foto von meinem Katzenbaby daneben abdrucken. Ich brauche noch 12 solcher Sätze, also jetzt nur noch 11 eigentlich, und dann kann ich nämlich einen Katzenkalender aufmachen. Das zu sehen. Und ja, das ist angesagt worden, wo ich herkomme, aus Bochum. Und ich finde es an der Zeit, dass wir mal das Ruhrgebiet sprechen. Und wieder freut sich eine Person. Und mein Text über das Ruhrgebiet trägt in diese. Die Ruhr tickt. Beginnt mit einer Szene. So. Wenn sich eine Hode aus dem Hodensack löst und ins Innere des Körpers wandert, spricht man von einer Hodentorsion. Viele denken ja, meine Torsion verknoten sich die beiden Hoden im Sack, sagte ich. Ein gutes Gesprächsthema für ein erstes Date zu finden, war noch niemand schnell. Lena räusperte sich und versuchte, das Thema zu wechseln. Wo kommst du eigentlich her? Ich lächelte dankbar. Aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet. Lenas Gesicht nahm einen Ausdruck an, den ich nicht zu deuten wusste. Dann sagte sie leise, aber bestimmt, erzähl mir mehr von Hodentorsionen. Ich bin deiner Reaktion gewöhnt. Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, erntet man mitleidige Blicke von Leuten aus Hoyerswerda oder Bellenhorst. Ja, Leute aus Berlin fragen, wo denn dieses Ruhrgebiet nochmal liegt. Und Münchner setzen sich an einen anderen Tisch in einer anderen Bar. Dort versuchen sie, sich die traurige Tatsache, dass im Ruhrgebiet tatsächlich Menschen leben müssen, auf den Kopf zu saufen. Tränen der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft tropfen, denn ihr weiß wer. Dabei wissen die meisten Leute so gut wie gar nichts über das Ruhrgebiet, spätestens wenn man ihnen sagt, dass Köln nicht dazu gehört. Köln ist eine Stunde entfernt. Man sagt ja auch nicht, dass Leipzig zu Berlin gehört oder Hamburg zu Dänemark. Das war Quatsch. Aber aus Leipzig habe ich übrigens mal gefragt, ob wir in Bochum einen Fluss haben. Eine mutige Frage für jemand aus Leipzig. Ich habe ihm dann gesagt, so als kleinen Tipp, dass unser Fluss so heißt wäre Infektionskrankheit. Er sagte, aha. Und dann, Bochum an der AIDS. Ach ja, Sims von die Chor hat nicht den besten Namen erwischt. Sie ist quasi der Jimmy Blue Ochsenknecht unter den Flüssen. Aber sie ist in Wirklichkeit ja ein sanft geschwungener Strom, der so zwischen grün behügelten Wäldern umherfließt. Man kann darin sehr schön schwimmen gehen im Sommer und man läuft nicht mal Gefahr, dass einem hinterher Körper. Und schau mal, dort hinten, der Bürgermeister reitet auf einem Kamel durch die Stadt. Guck mal! Ist so. Aber eine Sache, die es nicht so schlecht bestellt, ist unsere Bausubstanz. Das kann man vielleicht nicht erwarten, wenn man die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel liest. Daran stand mal der folgende Satz. Ich zitiere wörtlich, was ein Journalist aus München geschrieben hat. Bochum sieht aus wie die architektonische Fantasie eines besoffenen Frettchens. Alter. Ich fand den Satz aber geil, und hat man auch mal versucht, so einen Satz zu schreiben. Die Süddeutsche Zeitung liest sich
Als ob einmal ein bekiffter Habicht mit stumpfem Schnabel und einer gewissen Form wie viel Speckdecken einen äußerst kostspieligen Cappuccino serviert. Ist egal. Freunde, was wir längst hinter uns gelassen haben, sind Smog und Luftverschmutzung und so. Das kennen auch immer noch aus Geschichtsbüchern und der Schweiger und. Jetzt ist billig, aber ich habe Bock. Okay. Jetzt noch der anthropologische Teil. Achtung! Die heutigen Bücher des Ruins. Muss man erzählen, schon mehr. Naturbüro-mäßig. Die heutigen Bewohner des Ruhrgebiets leben in Baumhütten inmitten wieder aufgeforsteter Wälder. Die simpel gehaltenen Hütten sind durch ein komplexes Brückensystem miteinander verbunden, weil wir das in Star Wars Episode 6 auf dem Planeten der E-Box gesehen haben und hier gut fanden. Oben in den Baumwipfeln hüpfen wir von Ast zu Ast, nackt der Strukturwandel und Schuf. Dabei essen wir Bananen, die wir uns aus Äpfeln geschnitten haben. Wir haben alle sehr viel Zeit, wir sind alle arbeitslos. Aber wir sagen nicht mehr Arbeitslose, weil das politisch nicht mehr korrekt ist. Wir seien zeitlich sehr flexible ethnische Minderheit. Unsere Wipfelwelt verlassen wir nur an besonderen Feiertagen mit prächtiger Gesichtsbemalung und Gewändern aus Alabaster, Smaragd und Pfauenfedern. Klettern wir die Stämme der Bäume hinab, auf den Boden der Tatsachen zurück. Unten, in den übrig gebliebenen Fabrikhallen, die mittlerweile mit Moos überwuchert sind, machen wir die sogenannte Kultur. Wir tanzen um das Grubenfeuer, lauschen den Gesängen der räudigen Grundsbaden oder gehen zu Poetry Slams. Später in der Nacht gehen wir noch an eine Bude und trinken Plöre aus der Dose, bis die einbrechende Dunkelheit nur noch vom Gesang unserer Ahnen übertönt wird, der da so klingt. Hör mal, Kuma, ne? Kuma, Kuma, wa? Hör mal, Kuma, ne? Was ist das denn da? Das alles habe ich Lena während des restlichen Dates noch erzählt. Dass ich zwischenzeitlich gegangen war, störte mich nur geringfügig. Dankeschön.